glaube, das ist für uns halt sehr wichtig, dass wir nicht Produkte machen, um den Markt zu bedienen, sondern ein Produkt machen, von dem wir überzeugt sind. Eigentlich kann man sagen, machen wir das Fahrrad, das wir auch selber fahren. Hallo, ich bin der Ruben von Raw Mountainbikes. Raw ist darauf basiert, die Schwerpunkte anders zu legen. Es gibt nicht ein USP, das heraussticht und das wir irgendwie versuchen zu vermarkten, sondern es geht ums Gesamtsystem. Das, was Raw macht, was uns wichtig ist, ist nicht das Fahrrad komplett neu erfinden, sondern die Prioritäten verschieben und anpassen an den Fahrstil, an Trails, an wie heutzutage gefahren wird. Und damit Themen Haltbarkeit, Funktionalität und den Einsatzbereich in eine sehr breite Gestaltung neu definieren. Das ist schon auch eine Sache, wenn du dann doch sprichst von Sachen, die mir so ein bisschen am Herzen liegen. Das ist auch der Grund, warum es die Fotos gibt und ich direkt am Anfang auch eine Story da gemacht habe, weil das Bild von Taiwan, Fertigung in Taiwan, oft sehr falsch ist. Ich hatte sogar vor kurzem jemanden da, auch aus der Fahrradbranche, der halt so meinte, ja, halt, da schweißen die schön 14 Stunden am Tag. Ich so, nein, so bei Genio ist in der Produktion um 8 ist eine Glocke, dann fängt es an um 12 bis 1 und dann bis 5 und das 5 Tage der Woche. Genau 40 Stunden produzieren die. Und das Bild ist oft so, nach Taiwan ist ja günstig. Ja. Nicht überlegt, in Deutschland zu fertigen? Nee, geht nicht. Dann bräuchte man noch 3 bis 5 Jahre Anlauf, um die Erfahrung in der Produktion zu sammeln und die Fehler zu machen, die die über die letzten 30 Jahre gemacht haben. Ciao!